Hallo Leute, ja, sieht gerade nicht so toll aus. Wir sind so ein bisschen mit den roten Zahlen unterwegs. Wir müssen gucken, dass wir da was dran machen in dieser Folge, ne? Ich würde sagen, ihr kurz Logo und dann schauen wir uns mal einzelne Züge, einzelne Kutschen an, wie wir da weiterkommen. So, ja, da gehen wir mal in die Liste rein. Fahrzeugliste hier. Wir gehen auf Gewinn, sind wir schon. Machen wir so, nochmal. So, hier ist der schlechteste Zug auf Köln, Jena, Königsbrunn. Auf der Strecke ist aber nur ein Zug drauf. Das heißt, wir können da gar nichts machen. Den müssen wir so fahren lassen, weil wenn wir den runternehmen, ist es nicht so dolle. Das heißt, das lassen wir mal so, wie es ist. Nächster Zug ist dann hier Köln, Jena, Königsbrunn. Das war der. Der nächste ist Gütersloh, Zweibrücken. Burghafen, Zweibrücken. So, da haben wir diese Linie. Aha, da sind schon mal vier Züge drauf. Schmeiß den mal runter. Und dann fährt der hier halt mit Dingens, schlechtesten Zahlen durch die Gegend, ne? Dann würde ich mal sagen, muss dann mal den mal aus. Sind ja wohl zu viel drauf, wenn man sieht. Hier plus, da plus. Der hat leichtes Minus und der hat richtig viel Minus. Und wenn wir den ausmustern, dann könnte der vielleicht besser werden. Schauen wir mal. Was haben wir hier? Lippstadt. Da ist nur ein Zug drauf, ne? Der fährt miese. Aber wie fährt der? Das ist die Frage. Der steht ja da. Dann ist das eigentlich passend. Vielleicht sollten wir den mal ändern in der Fahrplangeschichte. Und zwar nicht hier stündlich machen. Warten auf Mindestbeladung und da machen wir 50% mal raus. Und das im Städtchen, dann passt das schon. Ja. So gefällt mir das dann besser. So, jetzt hat er 50%, jetzt fährt er nämlich. Gerade nochmal reingeguckt, ist das so? Ja, sind 40 drin und er fährt. Okay, das war Lippstadt. Dann haben wir hier noch in Bayreuth, da sind ja auch, glaube ich, mehrere Züge drauf. Die Linie fährt insgesamt plus, nur der dritte Zug halt nicht. Wenn hier 42 drin sind, ne? Ja, da ist auch zu überlegen, dass man, ob man das anders strukturiert, ne? Wenn wir jetzt, machen wir dies hier runter gerade. Wir haben drei Züge auf der Linie. Jetzt der Zug von hier nach da fährt einer. Zwei, drei, vier wären das. Aber wir haben nur drei. Das heißt, wir können den nach da fahren lassen, den nach da fahren lassen und den, der fährt dann runter bis zum Hafen sogar. So könnte man das nochmal neu aufteilen, ne? So würden die Züge nicht vielleicht so oft leer fahren, kann das sein? Sollten wir vielleicht mal probieren. Das heißt, wir gehen mal hier hin, gehen mal auf Zug, gehen mal auf neue Linie. Und dann ist das ist kein Regionalzug eigentlich mehr. Machen wir mal einen Stadtzug daraus. Und eine Stadtbahn können wir da mal rausmachen. Ne, Stadtbahn wäre intern. Stadtzug ist vielleicht richtig. Bünde. So, wir wollten da Minus machen, ne? Bünde-Ettlingen. Würde ich jetzt so machen. Und das wäre von da nach da. Passt dann, ne? So. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir diesen Zug, der jetzt hier gerade irgendwo gleich ankommt. Ah, das müssen wir wegmachen. Freier Wegpunkt passt nicht. Mindestbeladung können wir machen in Bünde oder in Ettlingen? Nee, hier unten, denke ich mal. Machen wir mal so.
Und wenn er jetzt hier gleich losgefahren ist, dann kommt er nämlich auf die Linie Bünde-Ettlingen. Und da sind noch die Leute drin, das passt dann schon mal. Dann fährt der nämlich nur noch das Stück hin. Jetzt können wir aus der Bünde-Ettlingen aus dieser Strecke nehmen wir jetzt Ettlingen raus. Genau. So passt das dann erstmal. Will ich hoffen. So, das heißt, neue Linie machen wir jetzt wieder. Stadtzug Bünde Willig. Haben wir das Minus vergessen, was wir immer schön so setzen wollen, ne? Und das ist dann von hier. Nach hier. Machen hier auch eine Mindestbeladung in. Ah, das ist jetzt schlecht, ne? Da müssen wir mal mit 20%, das müsste dann aber klappen eigentlich, oder? Ja, machen wir mal so. Bünde Willig. Und jetzt müssten wir wieder von der Linie ein Fahrzeug nehmen. Hier ist ja keiner von Bünde nach Willig drauf, ne? Nee. Das heißt, jetzt müsste er das sein. Gucken wir mal gerade, der fährt jetzt wohin? Nach Bayreuth Rathaus. Ne, der ist es eher nicht. Das heißt, hier muss irgendwo unten noch ein Zug sein. Ne? Ich weiß zwar, dass ich jetzt hier welche verliere, wenn ich das umswitche, aber das muss dann halt so sein. Ich mache das jetzt einfach so. So, und dann können wir da auch noch Bünde raus operieren aus der Linie, ne? Das Bayreuth will ich Bünde, ja. Das heißt, warte mal, hier können wir Ettlingen rausnehmen. Und Bünde können wir auch schon rausnehmen. Gut, und dann wird das hier ein Regionalzug Bayreuth. Bayreuth Hafen. Das bleibt ein Regionalzug, der so ist dann. So, was muss raus? Bünde. Dann kann Willig noch mal raus und dann passt es, ne? So machen wir's. Fahrzeugliste, da ist auch nur noch einer drauf. So, jetzt haben wir diese Linie gedrittelt wieder und hoffen, dass das, was wir jetzt getan haben, besser ist. Und jetzt müsste man noch gucken. Ach so, ich habe nirgendwo einen Halt gemacht. Hier machen wir jetzt noch eine Mindestbeladung, haben wir schon eingestellt. Und das ist bei Waldhafen. Da sind wir richtig. Das machen wir jetzt so. So, jetzt sollte die Linie dreigeteilt besser vielleicht laufen. Ob das so ist, weiß ich aber nicht. So, und dann ist die nächste Idee, das Ganze auch bei Gütersloh zu machen. Da haben wir hier zwei Brückenburghafen. Müssen wir mal gucken, wie viele Fahrzeuge da drauf sind. Da sind drei drauf. So, das würde bedeuten, ein Zug fährt dieses Stück. Ein Zug fährt dieses Stück. Gütersloh, Zweibrückenburg. Also der fährt nur bis zum Hafen.
Das heißt, wir haben hier ein Stück, zwei Stücke im Endeffekt. Die Fahrzeuge waren da drauf, drei aber. Ah, da hatten wir schon einen runtergeschmissen, ne? Das ist der, der jetzt auch noch Minus fährt, ne? Also dieses Stück zu fahren wäre Blödsinn, ne? Einzeln. Ich glaube, wir machen mal schnell hier ausmustern. Den schmeiße ich auch noch runter, weil der Minus macht. So, weg ist er. Und dann teile ich hier auch die Linie auf. Die vorhandene lassen wir so, weil dann brauchen wir nicht so viel setzen. Wir machen nur eine neue Linie, die. Sag schon. Stadtzug. Gütersloh. Zwei Brücken war das, ne? Oder? Passt. Und der ist dann von hier oben am Fahren. Nach da unten. Warte mal, habe ich hier oben jetzt richtig den Halt gesetzt? Nicht, dass ich da was falsch gemacht habe. Nein, das ist, die Straße ist dazwischen, das passt. So, und den Gütersloh machen wir eine Mindestbeladung von 50%. Nee, können wir da nicht machen. Machen wir auch so wie bei dem anderen 20%. Sollte dann passen. So. Jetzt haben wir hier einen Zug, der auf der Linie ist. Und der kriegt jetzt einen neuen Fahrplan. Der kriegt Gütersloh zwei Brücken. Dann bleiben die Leute nämlich drinnen sitzen und alles ist gut. So, und jetzt müssen wir in dieser hier rein, nochmal in diese Linie, und dann müssen wir Gütersloh rausstreichen. So, zwei Brücken Rathaus, zwei Brücken Burg, zwei Brücken Waldhafen, Burg und dann wieder zum Rathaus. Das ist passend. Und hier müssen wir das rausschneiden. Schuss. Dann sollte das Rohr richtig sein, ne? Fahrzeugliste ist 1, passt. Wo fährt er gerade da? Mit 0 Passagieren. Funktioniert, ne? Hier steht jetzt keiner mehr. Hier stehen zwei. Das wird werden, denke ich. Es braucht nur leider seine Zeit. Hier stehen 104 Passagiere davon. Oh, intern natürlich. Wow. Ja, hier geht es nicht voran. Da müssen wir auch dran arbeiten. Das ist auch kein gutes Konzept hier irgendwie, ne? Wir haben hier Haltestelle, da Haltestelle, da Haltestelle. Und die passt schon mal nicht zu der, auch gut, ne? Wo wäre denn die zentralste Haltestelle? Wahrscheinlich hier, ne? Ja, schwierig. Er wartet schon wieder auf freie Strecke, ne? Da ist keiner drin, ne? Nein. Gucken, wie viel er gerade mitnimmt. Ein, super. Ach so, warte mal. Dann können wir den noch hier was einstellen. Ne, da rüber, hier und den Fahrplan.
Zwei Brücken, Waldhafen, machen wir mal hier noch eine Mindestbeladung von 50%. Zack. Zack, mal hoffen, dass es so klappt. Hier dreht sich nichts mehr, hier steht alles. Das ist schlecht. Aber da haben wir schon was gemacht, oder wie sehe ich das? Zwei Brücken Süd, okay, na dann. Ist doch hier zu viel drauf, oder? Stadtbus Saarbrücken. Hier, zack. Weg damit, das ist zu viel. Wir müssen so weniger haben, das, sonst fahren die nicht. Wenn die nicht fahren, können die ganz schlecht Geld machen. Wenn sie überhaupt Geld machen. Der entlädt gerade und fährt mit leer weg. Super, oder? Na, das war ja jetzt nicht so ein Gimmick, oder? Müssen wir nur gucken, dass hier auch welche nach Gütersloh irgendwann wieder fahren. Ja, aber irgendwie mussten wir was tun jetzt, das ist halt so. Da haben wir das geklärt. Jetzt gehen wir hier mal rüber. Wo ist er? Da ist er. Der fährt knapp plus, da brauchen wir nichts ändern. Sagt der Fahrplan, beziehungsweise auf dem Fahrplan auf der Linie. Wartet auf Mindestbeladung. Wilnsdorf Rathaus. Wir sitzen gerade drinne. 6. 5% wären 4. Komm, wir machen über erstmal 5%. Ups, da waren 10. Passt. Da fährt er jetzt weiter. Warte, ich wollte dem folgen. Da fährt er wieder los, weil er genug hat. Da hat er wohl, ah ne, er entlädt ja erst, aber er fährt weiter, hat genug. Da hat er auch genug. 38. 16. 23. So, da wartet er. Aber kommt jetzt ein Schiffchen und dann fährt er erst weiter. Ist ja vielleicht nicht verkehrt. Geht das so? Ich denke schon, ne? Ah, jetzt hat er natürlich längere Wartezeit immer am Hafen. Aber da kommt ja wieder einer und dann fährt er auch. Okay, da waren jetzt 5 dran. Das wäre dann knapp. Da müsste dann noch ein Schiff abwarten. Aber das passt schon. Wo es dann schlecht ist, ist natürlich auch hier, ne? Da verbrennen wir, glaube ich, auch ganz viel Geld, oder? Wohl 20.000 plus, ne? Hat 24 geladen. Da fährt nur ein Zug, das passt auch soweit, denke ich. Hier oben sind wir mit dem Zug auch schon unterwegs und den haben wir. Was hat der für eine Fahrplangeschichte? Da müssen wir hier gucken. 50% Ladung. Wie viel sind denn drin? 13. Ich glaube, das ist zu lang. Ach, den hätte ich nochmal aufmachen müssen. Dann den. Und hier gehen wir mal runter auf 20%. Weil das sind noch 16 und die kriegt er jetzt schneller zusammen dann. Gut, das haben wir. Gütersloh Monument ist überfüllt. Da stehen 33 Passagiere, ne? Schwierig. Hier fährt keiner. Einer von 80.
Gütersloh Monument am Rathaus. 212 wollen dahin. Achso, Monument ist ja hier rechts offen. Zum Rathaus wollen 16. Wann fährt der Zug da unten? Was macht unsere Dingens? Marge? Ja, 3588. 100 Miese gehabt, da nur 57. Ist gerade nicht so schön. Jetzt mal schneller nochmal laufen. Kommen dann auch mal Kutschen an, die dann Passagiere für zwei Brücken bringen. Da unten steigt keiner ein nach zwei Brücken. Oh, das ist ganz schlecht jetzt, ey. Der Zug fährt gar nicht mehr. Vier, jetzt sind vier drin. Wie viel Prozent hat er denn da? 20%, das sind 16. Und dann wartet der. Nee, da, das können wir uns hier nicht leisten. Stopp. Linie. Fahrplan. 5 sind 4 pro. Na ja. Dann fährt er. So lange soll er warten, aber länger nicht. Weil er steht ja hier und kann nichts liefern, ne? Da müssen wir auch noch dran an die Linie. Und da steht nämlich der nächste. Da können wir auch noch sowas machen, glaube. Ja. Wie wir sind auf der Linie, wie viele Züge? Auch zu viele wahrscheinlich. Obwohl, die fahren alle plus. Dann wäre das vielleicht nicht sinnig, da was zu ändern. Das lassen wir so laufen. Das lassen wir gerade so laufen. Wie viele stehen da? 44 Passagiere. Hier 86 Passagiere, aber ne, bei Zwischenahn, Gütersloh, Jena, das ist alles auswärts. Außer hier unten sind 29, oder sind immer noch genug, die woanders hin wollen. Ja, die 210 zum Monument ist klar, und hier also immer noch, ist das gleiche wie da, der Bahnhof ändert sich ja nicht. Hier stehen sie Schlange, so ein Shit. Okay, die sind durch. Was mit dem? Wo fährt der hin? Zwischen An Gütersloh und Lüneburghafen. Okay, der fährt nach hier unten. Mit drei Passagieren, das ist natürlich nicht viel. Zurzeit sieht das noch mit Fluss gut aus. So, den Zug hatten wir, der fährt nur hier. Hier sind wir noch. Hier müssen wir noch mal gucken. Weil da sind ja mehrere drauf, ne? Drei. Davon fahren zwei Minus. Da der jetzt gerade hier keinen drin hat, kann ich den auch gerade ausmustern. Da fahren jetzt nur zwei Züge noch. So. Haben wir das erst gemacht. Würde ich sagen, zurzeit sieht es noch schlecht aus. 2 Millionen Miese hier. Mal gucken, was sich ergibt. Wie viel haben wir? 11. September. Keine Ahnung, ob das besser oder schlechter wird. Wir werden schauen. Können ja hier nochmal kurz reingucken. Monat war da mit 101. Hier mit 57. Also fast mehr wie das Doppelte. Und dann müssen wir gucken, was dieser Monat jetzt bringt. Und dann müssen wir noch weiter schauen, welche Listen hier so schlecht sind. Hatten wir hier Gewinne. Ja, da sind immer noch Fahrzeuge drauf, die Köln, Jena, Königsbrunn. Okay, das ist der einzelne Zug.
Lippstadt-Hafen ist auch der einzelne Zug, haben aber alles so ein bisschen optimiert eigentlich, wenn es optimiert nennen kann. Was war das hier jetzt? Bünde-Ettlingen, den haben wir ja minimal verändert. Weiß jetzt nicht, die 39 waren wahrscheinlich noch von vorher. Ja, hier müssen wir nochmal gucken, dann in der nächsten Folge. Diese Aachen, Bad Mergentheim, Friedrichsdorf, Neubrandenburg Linie, da können wir mit dem Zug ja auch noch was machen. In der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.